30. Januar 1933. Adolf Hitler ist Reichskanzler. Alle haben es eilig, sich den neuen Machthabern zu unterwerfen. Auch Deutschlands Juristen. Sie leisten jetzt dem neuen Regime Gesetzesbeistand bei der Ausschaltung des politischen Gegners. Ende Februar brennt der Reichstag. Eine Katastrophe für den Staat, für die Nationalsozialisten ein Glücksfall. An der Brandstelle wird der niederländische Kommunist van der Lubbe festgenommen. Jetzt haben sie den Vorwand, gegen alle politischen Gegner loszuschlagen und für die anstehende Wahl im März Zeichen zu setzen. In der NS-Presse wird gegen den politischen Gegner Stimmung gemacht. Jetzt kam die große Abrechnung. Und man überbot sich wechselseitig in den Androhungen gegenüber den Kommunisten. Also Hitler war dann derjenige, der noch immer eins drauflegte und gleich alle umbringen lassen wollte und was auch immer. Und dann kommt die Verwaltung, die Beamtenschaft des Innenministeriums und macht am nächsten Morgen ein passables Gesetz. Die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat hebt mit einem Federstrich wichtige Grundrechte auf, wie die Freiheit der Person, das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Vereins- und Versammlungsfreiheit. Kritische Zeitungen werden verboten, ihre Redakteure fliehen ins Ausland. Die Reichstagsbrandverordnung ermöglicht willkürliche Verhaftungen ohne richterliche Kontrolle und begründet den dauerhaften Ausnahmezustand. Rechtsbrüche in aller Öffentlichkeit unter dem Deckmantel der Notverordnung. Rechtsfreie Räume für den Terror von SA und SS.